Sie hat wunderschöne Augen, ein sensibles Lächeln, lange braune Locken und den Körper eines Models. Und trotzdem ist sie todunglücklich. Eine Nase, die einem 2-Meter-Mann zur Ehre gereichen würde, verunziert das schmale Gesicht von Claudia Ebert. Schon als Kind litt sie unter ihrem ungewöhnlichen Profil. Kinder sind halt grausam. So, Pinocchio oder Nasenbär oder was da also gibt. Das ist halt schon von klein auf an der Mittelpunkt gewesen. Ja, also ich habe immer irgendwie in allen Lebenssituationen mich von meiner Nase irgendwie beeinflussen lassen. Ich musste mich immer irgendwie drauf einstellen. Also auch als Jugendlicher in der Disco man immer darauf geachtet, dass ein Mann, der einem gefällt, nun nicht unbedingt im Profil sieht. Claudia lernt zu flüchten. Sie bricht das Gitarrespielen ab, als öffentliche Auftritte verlangt werden, schmeißt aus dem gleichen Grund den Ballettunterricht. Jetzt als Jurastudentin wird jeder Gerichtstermin zur Qual. Ja, im Gericht ist halt so eine Sache, dass man streng seine Haare zurückmachen muss. Und das ist eine unheimliche Überwindung. Und man steht halt auch sehr im Mittelpunkt. Alle Augen sind auf einen gerichtet. Da muss man durch. Mittlerweile fühlt Claudia sich nur noch unter Freunden sicher. Selbst ein Restaurantbesuch endet oft mit Tränen. Überall in Restaurants wurde ich auch schon des Öfteren hinter meinem Rücken dann, wurde sich über mich lustig gemacht und wurde erzählt. Und das meistens auch auf so eine sehr offene Weise. Und wie fühlt man sich da? Ja, man versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Man versucht zu ignorieren. Aber es klappt nicht. Eine Operation konnte sich Claudia bisher nicht leisten. 7.000 Euro hatten weder sie noch ihre Eltern. Die Aussicht, dass ein Hamburger Arzt die junge Frau von ihrem Martyrium befreit, ohne einen Cent dafür zu verlangen, ist für sie wie ein Lottogewinn. Ich habe immer wieder Patienten, die ein Problem haben, sich operieren zu lassen, weil sie es nicht bezahlen können. Und ich finde es einfach nur sozial und richtig, eine gewisse Zahl von Patienten dann einfach auch ohne alle finanzielle Beteiligung zu operieren, weil ich denke, auch diesen Patienten muss geholfen werden. Sollte Claudias Traum von einem normalen Leben endlich Wirklichkeit werden? Es ist soweit. Der Tag der Operation ist gekommen. Claudia wird auf den Eingriff vorbereitet. Na, wie geht's dir? Na, ganz schön mulmig. Sie hat ein Beruhigungsmittel bekommen und trotzdem zittern ihr die Knie, als es in den Operationssaal geht. Behutsam bereitet sie das Team auf den Eingriff vor. Für Dr. Wolfgang Friedrich ist das Ganze Routine. Er führt 500 Nasen-OPs pro Jahr durch. 3 davon ohne Honorar zu verlangen, so wie bei Claudia. Es ist 9.30 Uhr, Claudias Narkose wirkt. Der Operateur beginnt im Inneren der Nase zu arbeiten. Für den ungeübten Betrachter passiert wenig. Doch knapp eine Viertelstunde später liegen einige Knorpelstückchen auf dem Bestecktisch und Claudias Nase ist erkennbar kürzer. Das, was man will, ist eine Nase zu schaffen, die überhaupt nicht auffällt, die also zum Gesicht passt, die zum Körper der Patientin passt. Und das oberste Ziel ist, dass sie nicht operiert aussieht. Für die Entfernung des Knochenhöckers braucht Dr. Friedrich die Hilfe der OP-Schwester. Nach überraschend kurzer Zeit sehen wir ein Ergebnis, eine von außen intakt wirkende neue Nase. Einige Tage später, der Augenblick der Enthüllung steht kurz bevor. Noch steckt die Nase unter einem festen Stützverband. Ich bin aufgeregt, wie es jetzt aussieht, wenn ich das erste Mal ohne Feuerband sehe. Vorsichtig löst der Arzt die schützenden Verbände und präsentiert die neue Nase. Jetzt sehen Sie sich mal den Spiegel. And I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. Sie ist halt so, wie ich sie schon immer habe, und sie ist im Prinzip perfekt. Da ist nichts dran, was irgendwie auffällig ist. Man sieht nicht, dass sie operiert ist. Sieht einfach klasse aus. Und was meinst du jetzt, wie dein Leben weitergeht? Na, ich fange jetzt erstmal richtig an zu leben. Vor der OP war sie ein Mädchen, das sich scheute, unter Menschen zu gehen, das fast schon seinen Berufswunsch Juristin aufgegeben hätte, weil es die Blicke im Gerichtssaal nicht ertragen hat. Dieses Mädchen ist zum ersten Mal seit langem wunschlos glücklich.
Wir haben es oft erlebt, dass Nasenpatienten danach ein neues Leben anfangen, sich beruflich verändern, ihre Familie verlassen, ihre Beziehung verlassen. Es ist unglaublich. Daher sind Nasen-OPs das Dankbarste, was man in der ästhetischen Chirurgie machen kann. Claudia fängt kein neues Leben an. Sie fängt an zu leben. What a wonderful